Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, wir haben einen Fähigkeitspunkt, sehe ich gerade, durch die Jungfer bekommen, schätze ich mal. Und wir können jetzt unseren Regen der Zerstörung nicht nur verbessern auf Rang 3, sondern auch noch aufwerten zur Macht des Artemis. Also vorher war, lasst einen Pfeil... Salve in einem Umkreis von 5 Metern niedergehen, die 450% Jägerschaden anrichten. Du kannst die auch Spezialpfeile nutzen. Nach der Aufwertung lass eine Pfeilsalve direkt über dir in einen Umkreis von 3 Metern niedergehen, der 450% Jägerschaden anrichtet. Jeder Gegner im Zielgebiet wird für 5 Sekunden betäubt und erleidet kritischen Schaden durch Nahkampfangriffe und Fähigkeiten. Du kannst auch Spezialpfeile benutzen. Cool. Haben wir schon die zweite Fähigkeit, die wir hier tatsächlich aufgewertet haben. So. Da hinten ist dann das nächste, was wir uns holen wollen. Ich find's geil, weil, ne, meistens ist das ja so, dass, ne, man hat ein Spiel und so ein DLC bringt einfach nur neue Storylines mit rein, neue Waffen vielleicht, aber, die Fähigkeiten bleiben in dem Sinne gleich. Und das finde ich hier ganz witzig, dass man hier tatsächlich auch noch seine vorhandenen Fähigkeiten sogar noch weiter verbessern kann, als sie eh schon sind. Das haben die sehr gut gemacht, muss ich sagen. So. Huch, das ist noch in einem umkämpften Gebiet. Interessant. Auf jeden Fall ist erstmal hier oben. Ne, aktivieren mal schnell mal. Und noch eine. Noch eine Jungfer. Das ist natürlich cool. Noch eine Jungfer. Schalalala. Irgendwas ist da oben. Ich glaube, da oben muss ich später noch hin. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Zack. 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 So einfach klärt man sowas. So einfach klärt man sowas. So. Hauen wir noch die Statue zur Brei her. So. Okay. Jetzt können wir nämlich nach da oben. Einmal nach hier oben, bitte. Danke. Plump. Weil hier oben ist ja auch noch gleich das nächste Fragezeichen. Haus der Blutlinie. Welcher Blutlinie? Das frage ich mich jetzt mal. Welcher Blutlinie meinst du? Wir lassen mal so. Wir wissen ja nicht, was die nächste Aufwertungs...
Dinges. Wäre cool, wenn es wirklich für jedes eine Aufwertung gibt. Ziegelhaus, Marmor und Kalk halten nicht ewig. Ein Haus braucht Pflege und sein Fundament muss nachhaltig erbaut werden. Schon ein einziger Riss kann genügen, um alles zu zerstören. So viel ich samt meiner abtragenden Befestigung in das Wasser gen Osten für immer unter einer Brücke aus Holz liegen, sollte niemand mich finden. Gen Osten? Gen Osten unter einer Brücke aus Holz liegend. Das kann ja hier sein, ne? Markiere ich mir mal. Weil das könnte tatsächlich eine Brücke aus Holz liegend sein. Oder hier. Das könnte natürlich auch hier sein. So. Hey, Ross. Na, du? Ross? So. Okay, da komme ich nicht durch. Alles klar. Gucken wir mal. Hier ist noch eine Schatztruhe. Zack. Oh, und das war's. Will ich mal kurz gucken. Ist das eine Brücke aus Holz? Nee, das ist eine Brücke aus Stein. Das heißt, rein doof, ist das tatsächlich vielleicht hier drüben? Ich port mich nur mal kurz hier hin. Einfach nur mal, um zu gucken. Weil, meint ja, unter einer Brücke aus Holz. Gen Osten. Ne? Es kann ja natürlich auch sein, dass es gemeint ist, gen Osten von dem Ort, wo die steinerne Befestigung ist. Das kann natürlich einer der Brücken um dem Gebiet sein, wo ich mich gerade hingeportet habe. Wäre halt witzig, wenn ich das gleich auch finden könnte. So. Guck mal, das sind ja auch... Okay, das da hinten nicht, aber das hier vorne sind ja Holzbrücken. Genauso wie das hier vorne. Deswegen... Und gen Osten bedeutet ja, es könnte sein, dass das dieses ist. Ich gucke diese an, weil das ist eher gen Süden, aber hier, das könnte hier sein, zum Beispiel, oder da, ne? Steiner Befestigung. Das passt ja so halbwegs zumindest. Oh Gott. Da unten liegt auf jeden Fall eine Leiche drin. Wait a second. Hier ist ein Wasserfall. Hier ist ein Wasserfall und es ist ein anderer als vorhin. Vielleicht? Ja.
weiß. Vielleicht gibt es hier eine Höhle hinter. Schön, dass hier wirklich auch dieser Schaum animiert ist, weiß nicht. Anscheinend nicht. Sieht zumindest nicht danach aus, als wäre hier eine Höhle hinter. Natürlich. Aber hier ist auch nichts, was in dem Sinne nach einem Dings aussieht. Das heißt, das hier ist auch nicht die Stelle. So wollte ich hin. So, ich guck da noch und dann porte ich mich gleich wieder zurück. Keine Angst. Nur ich hab halt wirklich so den Verdacht, dass das hier unter irgendeiner Brücke von dort sein könnte. Komm, wir nehmen schnell mal das Boot hier. Fahren wir schnell hier ran. Na komm. Nein. Du sollst... Natürlich nicht. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, wir porten uns jetzt nach da. Und von dort aus werden wir ganz einfach rüber jumpen. Ja, rüber laufen. Sagen wir es mal so. Zu dem nächsten Fragezeichen. Muss ich mal nach den ganzen Platten vielleicht mal googeln oder so. Mal schauen. So, das nächste Fragezeichen wäre das da. Das wäre wieder so eine Statue. Wenn ich es richtig sehe. Ich tippe ganz ehrlich, dass hier bei der Statue, beim Start, bei dem Ding, ne, bei dieser Statue im Herzen von Elysium bestimmt dieses Tor zur Unterwelt irgendwo versteckt ist. Das tippe ich wirklich. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil dann, ne, das Tor und dann außenrum einfach mal die, ne, das Elysium erschaffen. So, irgendwo noch einer? Nee. Scheinen nur zwei zu sein. Zack. Zack, 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 zack. Aua! Zack! Danke! Zack, 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 zack! Danke! Nächster bitte! Wow! Zack, zack!
Nächster, du benutzt deine Scheißdreckswaffen nicht gegen mich. Stirb. Danke. So. Zack. Hehe, doof gelaufen. Zack. So viel dazu. Ups. In die Richtung müssen wir. Zack, 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 zack. Und wieder 30 Einfluss. Weniger. Super. Und wir müssen nach dort, damit wir dort oben den Ort besuchen können. Dort oben ist nämlich anscheinend auch noch was. Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Auch noch eine Brücke. Also ja, erstmal rüber zur Brücke. Na komm, nicht verstecken hier. Ich hab. So. Und einmal hochporten, bitte. Danke. Es ist das Paradies und es gibt hier einen tatsächlichen Friedhof. Das finde ich irgendwie ein bisschen sehr strange. Ne, wenn man bedenkt, dass hier, es soll ja hier das Paradies darstellen. Und es gibt hier einen fucking Friedhof. Also. So. Zack. Zack. Ein grüner Wolf sogar. Eisenhut. Questgegenstand. Okay. Alles klar. Hier gibt es anscheinend ein Quest dazu. Diesen Eisenhut zu besitzen. Ich verstehe zwar noch nicht ganz warum, aber hey. Es
gibt ja zumindest den dazu bestimmt eine Quest. Ne? So, aber ich würde sagen, hier so schön beim Geier und dieser komischen Felsformation da oben, wenn wir mal die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es dann weitergeht, hier bei Assassin's Creed Odyssey.